Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was hat der Musiker Baschi mit dem Bundesrat Ueli Maurer gemeinsam? Die Antwort auf diese Frage verraten wir Ihnen später in dieser Sendung. Schön sind Sie bei uns online. Nachfolgend unsere Themenschwerpunkte. Veränderung. Wie es die altehrwürdige Vereinigung des Cible Escoffier Suisse gelingt, ihr leicht patiniertes Image aufzupolieren. Vergrößerung. Wie der Winzer Erich Meyer zum Botschafter vom Zürichsee wurde und sich sogar noch vergrößert. Verköstigung. Wie Heineken mit Apple Cider die Geschmacksnerven trifft. Der Auguste Escoffier ist der Herr, wo man grimmig über die Schulter schaut. Er war ein legendärer Chefkoch und Visionär, der 1935 im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Noch heute ist sein Vermächtnis in der klassischen französischen Haute Cuisine allgegenwärtig. Er war aber auch ein Mann, der grossen Wert auf die Weiterentwicklung des Kochberufs gelegt hat. Und um Weiterentwicklung und das Weitergeben von Wissen geht es in unserem ersten Beitrag. Die Schweizer Delegation von den Disciples d'Escoffier Suisse haben sich in Bern an der Generalversammlung getroffen. Das Wichtigste gleich vorneweg. Gibst du die Wahl an, ja oder nein? Pierre-Alain Favre ist in seinem Amt als Präsident von Disciples d'Escoffier Suisse bestätigt worden, mit einem klaren Ziel. Also schön, bin ich wieder gewählt. Meine Ziele sind zuerst die meiste Aktivität, die wir die letzten drei Jahre angefangen haben, zum fertig machen. Und wer weiß, vielleicht noch andere Sachen, verrückte Sachen, die die Attraktivität von Escoffier Suisse zum bekannt machen. Die traditionelle Vereinigung besteht in der Schweiz seit 28 Jahren und zählt rund 300 Mitglieder. Gegen außen hin wirkt die Vereinigung elitär und ein wenig verstaubt und deshalb nur wenig attraktiv. Das Zauberwort heißt Jeune Talent Escoffier. Neu innovativ ist durch die Jeune Talent, wo dieses Jahr oder vor jetzt schon zwei, drei Jahren haben wir da wirklich das intensiv Kochwettbewerb gemacht und viel noch Aktivität für unsere jungen Talente. Der Kochwettbewerb richtet sich an junge Köche in Ausbildung, die nicht älter als 22 Jahre sind. Aus den nationalen Wettbewerben werden jeweils die Teilnehmer für ein internationales Finale erkoren. Tanja Schneider gehört zu den Teilnehmerinnen, die sich 2014 erfolgreich dem zweiten Konkurs des Young Talent Wettbewerbs gestellt haben. Es hat mir sehr viel gebracht. Es war halt eine super Übung, auch gerade für die LAP selber nachher. Ich konnte sehr viel proben und so ist halt die Routine sehr gut gekommen. Es war an diesem Tag sehr stressig, ich war sehr aufgeregt. Ich habe einen Kommi bekommen, der gerade im ersten Lehrjahr gerade angefangen hat. Da musste ich sehr mit ihm schauen, wie es überhaupt funktioniert, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie man einen Sellerie schält. Also es war ein super Tag für mich. Ja, also es war keine Erfahrung. Wir haben gelernt. Es war auch eine gute Prüfungsvorbereitung für die LAP. Und ich denke, ich habe viel mitnehmen vom Wettbewerb. Es war sicher eine gute Erfahrung. Es ist für die Jungen, die wirklich wollen, ist es ein Sprungbrett sicher zum Weiterkommen. Also einmal einen ersten Einblick, einmal schnuppern in einem Wettbewerb. Was geht dort so ab, was kann ich machen? Zum ein bisschen Fuss fassen auf dem Wettbewerb, aber auch im Disziplin Escoffier zum Weiterkommen oder auf dem Beruf selber. Der Kochwettbewerb Young Talent dürfte also ganz im Sinne des legendären Chefs Auguste Escoffier sein. Er, der maßgeblich die Entwicklung und Ausbildung des Kochberufes geprägt hat. Aber auch für die rund 300 Mitglieder, die nicht mehr als Jeune Talent durchgehen, bietet die Vereinigung spannende Möglichkeiten und Vorteile. Gut, es ist ein sehr gutes Netzwerk. Wir lernen sehr gute Köpfe kennen, schweizweit. Es hat ganz ausgezeichnete Köche dabei, kreative Köpfe, junge Talente, die man fördern kann. Also die Breite von der Gastronomie kann man abdecken. Ja, das ist natürlich unsere Leidenschaft für die Lebensmittel und für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die uns Freude macht, um bei Escoffier dabei zu sein. Ich bin als Journalist dabei, das sieht man auch an der blauen Schärpe.
Und mir geht es darum, da, wo die Lieferanten den Köchen ermöglichen, nämlich die besten Produkte den Köchen zur Verfügung stellen, dann nützt es ja nichts, wenn niemand darüber berichtet. Und da ist jetzt eben meine Aufgabe, um über das, wo Disciple Escoffier ist, nämlich ein Berufsethos, die ganze Branche zu informieren. Mit den jeunes Talent und den namhaften Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Branchen erlebt die in Vergessenheit geratene Vereinigung Disciple Escoffier Suisse einen Revival. Eine erfreuliche Entwicklung, die Herrn Auguste Escoffier mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Andreas Krummes ist übrigens ebenfalls als Mitglied vereidigt worden. Ob er zur Verjüngung von Disciple Escoffier beiträgt, ich weiß es nicht. Zu weiteren Meldungen aus der Branche, und das nicht zu knapp, starten wir mit einer Vorschau. Den 22. und 23. Mai in der Agenda unbedingt fett anstreichen. In Zürich-Oerlikon wird zum 5. Mal das Fachsymposium International Cooking Summit Chef Alps durchgeführt. An diesem Anlass treffen sich jeweils die Elite der Gastronomiebranche. In diesem Jahr stehen unter anderem Bühnenshows von 9 hochkarätigen Köchen auf dem Programm. Ambitionierte Gourmet-Hobbyköche sind ebenso herzlich willkommen. Es werden wie jedes Jahr gut 1200 Besucher erwartet. Ein weiterer Anlass, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten, ist das erste Food Service Forum vom 23. Juni. Das Forum wird zum ersten Mal durchgeführt und ist einzigartig. Eine Veranstaltung inklusive Veröffentlichung von einer Studie mit Bezug zur ganzen Wertschöpfungskette. Von Industrie, Handel, Gastronomie und Gast. Ergänzende Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Homepage. Der Veranstaltungsort ist das Sedan Plaza in Pfäffiken, Schweiz. Zu einem Rückblick. Am 29. April sind in Zürich die sogenannten Connoisseur Circle Awards im Park Hyatt verliehen worden. Wie es der Name anlässt, ein exklusiver Anlass. 222 Luxushotels aus allen Regionen der Schweiz sind genauer unter die Lupe genommen worden. Die insgesamt 11 Kategoriesieger zeichnen sich durch herausragende Servicequalitäten, Gastfreundschaft und Einzigartigkeit im Hospitality-Angebot aus. Bereits seit 2006 stehen bei Connoisseur Circle Luxushotels aus der ganzen Welt auf dem Prüfstand. Grosse Ehre für den Musiker Baschi. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag des Schweizer Bieres ist einem Mundartmusiker der Bierorden verliehen worden. Das Anzapfen von einem Fass gehört zum Ritual für die Aufnahme. Er hat es gut gemacht. Der Baschi ist also ein würdiger Träger vom süffigen Bierorden. Die Verleihung ist in Gegenwart von viel Prominenz über die Bühne, wie dem Bundesrat Ueli Maurer. Er selber ist seit 2013 Bierordensträger. Wir kommen zu einer Produkte-News aus dem Hause Heineken. Strongbow Apple Cider nennt sich das neue Sommergetränk, das eiskühlt am besten schmeckt. Endlich ist das Sommergetränk auch in der Schweiz erhältlich, wo über viel Eis wird, am besten schmeckt. Ein Drittel Eis, zwei Drittel Strongbow. Es steht sogar auf den Gläsern. Das erfrischende, alkoholhaltige Ciders für Strongbow gibt es in 3 Geschmacksrichtungen. Red Berries, Gold Apple und Elderflower. Für die Herstellung von dem Trendgetränk werden nur natürliche Zutaten, wie unter anderem griffige Äpfel, verwendet. Was der Äpfel für den Cider, ist Trube für den Wein. Die Dreharbeiten für den nächsten Beitrag haben unser Weingut von Erich Meyer nach Stäfer geführt. Bereits in der 5. Generation kultiviert die Winzerfamilie ganz in der Nähe vom Zürichsee 7 Hektar Rebland. Ein Familienbetrieb, der Grund zum Feiern hat. Der neue Holzfasskeller ist eingeweiht worden. Eindeutig ein Fall für Shirley Amberg in der Rubrik Fine Wine.
der Wein, die liebste Wein, doch er ist ein Besten jeder, als mit euch ist gar nichts anzufangen. Es war ein Anlass wie aus dem Bilderbuch. Das Doppelquartett oder einfach das Chörli Uetiken sorgt für beste Laune. Freunde, lasst uns beim Zechen. Wortwörtlich, mit einer Degustation ist der neue Holzfasskeller eingeweiht worden. Mit einer Vergrösserung der Rebflächen war die Erweiterung des Kellers notwendig. Die Arbeitsabläufe sind optimiert. Was mir auffällt, sind die vielen Holzfässer, die sich aneinander reihen. Haben Sie auch Stahltank oder Beton oder irgendetwas anderes? Ja, wir haben auch Stahltank. Bei mir ist ein Stahltank ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich mache es eigentlich nur noch mit dem Sauvignon Blanc, Riesling und Müller-Thurgau. Alles andere ist bei mir im Holzfass ausgebaut. Das ist jetzt meine Variante von einem Weinausbau. Ich habe es einfach gern und ich probiere das den Kunden weiterzugeben. Die Kunden sind zufrieden. Ganz offensichtlich. Auch ich geniesse die edlen Tröpfe vom Zürichsee, die es schweizweit bis in die Spitzengastronomie geschafft haben. Der Winzer Erich Meier kältert seinen Wein im eigenen Betrieb und übernimmt sogar 70% vom Vertrieb gerade selber. Nicht umsonst nennt man ihn auch den Botschafter vom Zürichsee. Schmeichelt Ihnen der Titel? Ja, natürlich sehr. Das ist doch etwas Schönes zum Hören, das macht Spass. Ich probiere halt einfach wirklich facettenreiche Wein zu machen mit Charakter. Denn nur wer selber Charakter hat, kann auch Wein mit Charakter produzieren. Charakter beweist der Winzer auch dann, wenn es um die Meinung seiner Kunden geht. Wir haben die Ohren überall. Bei solchen Verkaufsanlässen ist das sehr wichtig, dass die Kunden sagen, hey, das ist lässig, aber das ist auch mal nicht gut. Oder das habe ich nicht so gern. Das mundet mir nicht. Und das lassen wir dann im nächsten Jahrgang sehr stark einflüssen. Mit Traubensorten aus der Region internationale Wein machen, die die Kunden begeistern. Das ist eines der obersten Gebote des Winzers, der seit 17 Jahren tagtäglich zu seinen Reben schaut. Da sind wir jetzt gerade im Chardonnay-Bereich. Mhm. Bin ich nicht dabei. Weiss. Genau. Im Familienbetrieb übernimmt er die tragende Rolle. Der Wein heisst auch gleich wie der Winzer. Die Marke Erich Meier ist fest mit dem Winzer verwurzelt. Sie stehen ja das sehr im Mittelpunkt. Es dreht sich alles um Sie. Ist das schwierig oder was bringt das für Vorteile oder birgt das auch gewisse Gefahren? Das ist so. Das ist nicht immer ganz einfach. Also das ist klar, das wird mich all sehen. Ich muss immer an vorderster Front stehen. Ich probiere das wirklich langsam ein bisschen abzugeben, auch an die Mitarbeiter. Ist nicht ganz einfach zum Umsetzen, aber ich glaube, mit dem Brand, den wir jetzt geschaffen haben, können wir das langsam nah bis nah anfangen umsetzen. Doch keine Panik. Der erfolgreiche Winzer ist weit davon entfernt, kürzer zu treten. Denn die rund 22 Parzellen müssen auch weiterhin bewirtschaftet und gepflegt werden. Ich muss fairerweise zugeben, dass auch ich im Genuss von dem Chardonnay Jahrgang 2014 gekommen bin. Ein ausgezeichneter Wein. Wir sind bereits wieder am Schluss von dieser Sendung «Best was Swiss Gastro bewegt». Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie parat. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.